So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, bzw. Ramses Kitchen Hot Challenge, was auch immer. Ich weiß es nicht, wie ich das überhaupt bezeichnen soll. Ich habe ein Video hochgeladen, da habe ich das Chiliöl von Sabrina Spielt getestet, ja. Dann habe ich ein Video hochgeladen, da habe ich diese getrockneten Chilis von Sabrina Spielt getestet. Auf Pizza, auf wie auch immer. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das wollt, kann ich ja mal probieren, wenn ich so eine getrocknete Chili einfach so esse. Hier ist der Beutel, da sind immer noch genügend da. Das Video hier drehe ich nämlich schon mal vor, da ich ja weiß, was ihr wollt und was ihr sehen wollt. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel so ein riesen Oschi drin. So eine getrocknete Chili, riesengroß und pervers, mit einem grünen Stiel, der jetzt gelb ist. Die habe ich ja gestern klein geschnitten. Und habe die dann versucht auf die Pizza zu legen. Das ist aber, weil das so trocken ist, so zerspreiselt, überall hingeflogen, keine Ahnung. Deswegen habe ich dann gedacht, ich kann ja auch einfach mal probieren, eine so zu essen und gucken, wie sich das auswirkt. Ich habe Vorbereitungen getroffen, denn ich habe mir nochmal die Kommentare durchgelesen. Ich habe hier dieses Video hochgeladen gehabt, ne? Fanpost, Unboxing, ein Paket von Sabrina Spielt heißt das. Unboxing, ein Paket von Sabrina Spielt. Wenn ihr jetzt da drauf geht und die Werbung wegdrückt, dann seht ihr unter meinem Kommentar, also meinem angepinnten, hat sich der Ralf gemeldet. Der hat seinen Kommentar nochmal bearbeitet. Fällt mir gerade auf. Er hat einfach hingeschrieben, Rest in Peace. Nein, das hat er wieder weggemacht. Ralf ist ja, glaube ich, ein Mod von Sabrina. Und Ralf, von dem sind nämlich auch die Chilis, ja. Sabrina hat das nur mir geschickt, aber ursprünglich sind die wohl vom Ralf. Und Ralf hat auch geschrieben, die Flüssigkeit ist ein scharfes Öl zum Verfeinern von allem Möglichen, wie zum Beispiel Pizza oder Döner. Ich habe es mir auf die Pizza gebastelt. Die Chilis mahlen oder zerkleinern zum Würzen von was immer dir, steht mehr anzeigen, Moment, von was immer dir beliebt, natürlich auch Pizza erstmal. Eine Carolina Reaper ist nicht in der Mischung dabei. War alle. Viel Spaß. Die trockenen Chilis wirken schneller. Jetzt werf doch nicht das Brot um. Als das Öl, aber kürzer. Wirst du sehen. Jetzt habe ich gestern gedacht, als ich das Öl probiert habe, das habe ich direkt gemerkt und dann bam, fand ich auch geschmacklich ganz gut. Während die Chilis, die getrockneten, ich erst gar nichts gemerkt habe, dann was gemerkt habe. Meiner Meinung nach war das dann auch viel schärfer und schlimmer als das Öl. Aber als das Video um war und ich danach rumgekaspert bin in der Wohnung, da hat mir dann plötzlich so die Fresse gebrannt und die Lippen gebrannt, dass das bei mir irgendwie trotzdem erst so nach und nach aufgestiegen ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn ich das heute einfach so esse. Ich habe aber noch einen anderen Kommentar gehabt, den ich kurz vorlesen möchte noch. Ein gut gemeinter Kommentar. Ramses. Viele Sachen. Cool. Trockenen. Wer war das denn hier? Irgendwo unten. Moment. Elke Kaiser war das nämlich. Die Elke Kaiser hat geschrieben, wenn es wirklich getrocknete, scharfe Chili sind, dann sei vorsichtig, getrocknet sind die meisten Sorten noch schärfer. Also wenn du nicht so durch Zufall brennende Augen haben willst, dann arbeite mit so dünnen Handschuhen, wenn du sie zerkleinern willst. Fasse auch damit nicht in die Augen. Grüße vom Rand der Schwäbischen Alb. Da haben wir ja gestern drüber geredet. Ich möchte die natürlich heute nicht zerkleinern, außer mit meinem Mund, weil ich die ja ganz reinstecken will und will dann mal abbeißen. Ich habe mir trotzdem Vorbereitungen getroffen, weil mir gestern die Schnauze so weh getan hat. Ich habe mir zum Beispiel eine Packung Toastbrot geholt, die ist noch zu. Ich habe mir eine Packung Milch geholt, die ist wahrscheinlich schon vergammelt, weiß ich nicht, die hat Pupsi irgendwann mal aufgemacht. Und, was sicherlich vergammelt ist, ich habe mir eine Banane, die lag hier noch rum. Und als ich gesehen habe, Kanal Phänomenal hat so eine Challenge gemacht mit Schärfe und hat auch gesagt, Bananen sollen vielleicht auch helfen. Jetzt lag die hier noch rum, die ist eh schon kohlrabenschwarz. Ich glaube, die Banane ist wahrscheinlich im Endeffekt schärfer als die Chili selber, weil die einfach so vergammelt ist. Aber egal, wir wollen das jetzt mal probieren. Ihr seht ja hier in der Tüte, da ist noch einiges da. Wer da Bock hat, wenn jetzt einer sagt, da mache ich auch mit. Vielleicht kann ich euch ja auch was davon abgeben. Also eins, so ein Oschi ist noch da. Ein Oschi ist hier, ein Oschi ist da.
Oder ich steck gleich beide rein und sterb komplett. Ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal beide. So. Man darf ja nichts, was man geschenkt bekommen hat, wieder verschenken. Also, nächste Hot Challenge. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich steck die mir jetzt rein, beiße den Zipfel ab. Steck die rein, beiß den Zipfel ab. Und dann schauen wir mal, wie scharf die sind. Zwei getrocknete Chilis. Richtig hardcore, brutale, perverse Chilis. Mal gucken, was passiert. Irgendwie zerteilt sich gerade so eine süßliche Note. Also die Chili sind auf jeden Fall jetzt runtergeschluckt. Hat ein bisschen gedauert, durch die Schalen. Also wenn ihr Schluck auf... Ich kann nicht reden. Jetzt weiß ich, wie Kanal phänomenal sich gefühlt hat. Immer wenn er was Scharfes gegessen hat. Oh. Vor allem hängt das alles jetzt hier am Rand. Noch so kleine Brocken. Und dann denkt man, solange die da hängen, solange hört das auch nie wieder auf. Also muss man ja probieren, mit der Zunge da lang zu gehen und das so rauszukratzen. Da oben hängt auch noch was. Es hat sich auf jeden Fall alles verteilt. Das Problem ist, sobald ihr die Zunge bewegt, die Zunge tut einfach weh. Die Zunge brennt einfach wie Feuer. Aber wir lassen das Toastbrot mal zu. Wir lassen die Milch in Ruhe. Die ist zwar schon auf, aber die ist eh vergabbelt. Was ich heute nur unbedingt mal essen muss, ist die Banane. Weil die noch dunkler kann sie nicht werden. Wenn ihr mit dem Speichel arbeitet, dann geht das auch. Habt das schneller hinter euch. Einfach alles entfernen mit der Zunge, was noch irgendwo hängt. Diese kleinen. Von der, also die Chilischoten, die Schalen, das aus, das Getrocknete, das hängt sich halt wirklich überall dran. Ans Zahnfleisch, an die Zunge, an den Gaumen, überall klebt so ein kleines Blättchen. Und das alles finden und wegmachen, ist wie ein kleines Minispiel. Warum nicht? Oh. Ansonsten nochmal richtig runterschlucken alles. Speichel sammelt sich, die Tränen fließen ein Stück, passt halt auf. Dass sie nicht in die Augen geht. Ich habe die zwar jetzt nicht geschnitten und angefasst, ich habe die nur außen angefasst, aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Es wird
Es wird gerade theoretisch wieder besser, glaube ich. Also würde ich sagen, war's das eigentlich? Jetzt ruft auch jemand an, das ist wichtig, da muss ich jetzt rangehen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Euer Ramses, und ich muss jetzt schnell telefonieren. Ja, hallo?